begeben wir uns nach London in das Jahr 1868. Es ist das Zeitalter der industriellen Revolution, was auf der einen Seite viel Schlechtes mit sich brachte, aber auf der anderen Seite auch viele technische Fortschritte, die uns im Spiel ebenfalls völlig neue Möglichkeiten bieten. Dazu aber später mehr. Erstmal wollen wir auf die Stadt selbst ein wenig genauer eingehen. Natürlich befindet sich London im Spiel in der Hand der bösen Templer und muss von uns in den Rollen von Jacob und Evie befreit werden. Dies war damals in echt mit Sicherheit nicht so. Allerdings ist alles andere, was wir im Spiel von London sehen, verdammt echt und entspricht wirklich in fast jeder Situation der damaligen Realität. Das bezieht sich natürlich besonders auf die aufwendig gestalteten Gebäude. Hier saßen komplette Teams über Monate an jeweils einzelnen Bauwerken und der Vergleich zwischen Realität und Spiel ist verblüffend. Aber es bezieht sich auch auf andere Details, wie zum Beispiel die Kleidung, die Sprache, aber auch Fahrzeuge. Aber sind zum Beispiel so enorm viele Schiffe auf der Themse überhaupt realistisch? Im 19. Jahrhundert gab es aber Dampfer, die quasi als Busse eingesetzt wurden. War man beispielsweise in der Stadt und wollte nach Westminster gelangen, war man mit dem Dampfer deutlich schneller als mit einer Kutsche. Das lag daran, dass die Straßen Londons mit Kutschen überfüllt waren zu der Zeit. Aber es war auch von der Strecke her einfach schneller. Die Docks waren übrigens der Hauptarbeitgeber zur damaligen Zeit. 2 Millionen Menschen haben an den Londoner Docks gearbeitet. Es war das Handelszentrum der Welt und Schiffe kamen von überall. Und die Schiffe fuhren dann wiederum weiter nach Amerika oder nach Indien. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Gameplay. Was gibt es Grundlegendes zu wissen und was hat sich verändert? Eine große Veränderung ist natürlich erstmal, dass wir im größten Teil des Spiels mit 2 Charakteren unterwegs sind, die man fast immer frei wechseln kann. Jacob ist dabei mehr der Hau-drauf-Typ und Evie ist besonders gut im Bereich Stealth unterwegs, wobei auch sie ordentlich zuschlagen kann. Neu im Spiel sind aber auch eine Menge Fahrzeuge. Erstmals in Assassin's Creed gibt es nun auch Züge, die durch die Stadt fahren. Ganze Missionen finden hier auf Zügen statt und es warten spannende Verfolgungsjagden und wilde Schlägereien bei voller Fahrt durch die Stadt auf euch. Ein weiteres neues Fortbewegungsmittel aus der damaligen Zeit waren die Kutschen. Hierbei gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Kutschen, die alle auch verschiedene Fahreigenschaften haben. Damit auch der Spieler hier voll auf seine Kosten kommt, kann man alle Kutschen im Spiel auch selber fahren. Aber was bedeuten so viele neue Möglichkeiten eigentlich für die Entwicklung des Spiels? Mir war von Anfang an klar, dass ein viktorianisches London auch eine Menge Fahrzeuge auf den Straßen haben muss. Dadurch fühlt sich die Stadt lebendig an. Außerdem verändert sich plötzlich die Sichtweise, die man auf Passanten hat. Sie laufen nicht mehr nur ziellos durch die Straßen, sondern bleiben auf den Gehwegen und warten, bevor sie die Straßen überqueren. Fußgänger haben also jetzt eine völlig andere Zielführung als jemals zuvor. Eine weitere wichtige Neuerung im Spiel ist der Seilwerfer, den man nach dem ersten Drittel des Spiels bekommt. Mit seiner Hilfe kann man in Windeseile hohe Dächer erreichen oder sich in nur wenigen Sekunden von einem Turm zum nächsten schwingen, ohne erst groß klettern zu müssen. Genau das gibt dem Spiel eine völlig neue Dynamik. Das Kampfsystem hingegen hat die klassischen Steuerungselemente behalten. Es gibt immer noch den Angriff, den klassischen Konter, das Aufbrechen der gegnerischen Deckung und natürlich eine Fernkampfwaffe. Genau hier sind aber dann doch ein paar Dinge geändert worden. Es gibt zum Beispiel keine großen Schwerter mehr, denn damit ist damals einfach keiner mehr rumgelaufen. Das Spiel ist hier realistisch geblieben und spendiert dem Spieler authentische Waffen wie Schlagringe, kleine Messer oder auch den Stockdolch. Genau das macht die Kämpfe auch etwas schneller als sonst. Dazu kommt eine verbesserte KI, die nicht mehr nur einzeln angreift und auch über verschiedene Schwierigkeitslevel verfügt. Die gerade schon angesprochenen Waffen gibt es übrigens nicht mehr nur einfach so im Waffenladen, sondern der Spieler kann sich die meisten Waffen selbst zusammenstellen. Hierzu benötigt man zwar die nötigen Rohstoffe und auch die entsprechende Bauanleitung, aber prinzipiell kann jede Waffe und auch sonstige Ausrüstung selbst erstellt werden. Genauso wichtig wie die richtige Ausrüstung sind natürlich die Fähigkeiten, über die man verfügen kann. Durch das Absolvieren von Haupt- und Nebenmissionen wird der Spieler regelmäßig mit Erfahrungspunkten versorgt. Hat er 1000 Erfahrungspunkte zusammen, gibt es einen neuen Fähigkeitenpunkt. Damit geht es dann ins entsprechende Menü, wo der komplette Fähigkeitenbaum auf den Spieler wartet. Hier kann man nach und nach neue Fähigkeiten aktivieren und so seinen Charakter immer stärker und mächtiger werden lassen. Man kann aber nicht nur sich selbst weiter aufleveln, sondern auch eine komplette Straßengang.
Im Laufe des Spiels gründet Jacob zum Beispiel seine eigene Gang, die Rooks. Mit der Gang liefert sich Jacob erbitterte Straßenschlachten mit den verfeindeten Blighters. Mit Hilfe des nötigen Kleingelds kann man dann auch seine komplette Truppe verbessern, was über den entsprechenden Fähigkeitenbaum passiert. Kommen wir nun aber auch nochmal zu den eigentlichen Missionen. Hier hat der Spieler immer unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Mission absolviert wird. Es gibt also immer verschiedene Wege, unterschiedliche Eingänge, aber auch eine Vielzahl an Meuchelmöglichkeiten. Genau das lädt übrigens dazu ein, das Spiel auch mehrfach zu spielen. Neben den Hauptmissionen gibt es natürlich auch wieder eine Vielzahl an Nebenmissionen. Unter anderem haben wir hier die sogenannten Sympathisantenaufträge. Hier trifft man besondere Charaktere, die man im Spiel kennenlernt und von denen man auch Aufträge bekommt. Werden diese Aufträge abgeschlossen, bekommt man als Belohnung nach und nach Baupläne für neue, mächtige Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände. Zu guter Letzt lassen wir unseren Blick noch einmal über London schweifen und werfen im Vergleich dazu auch nochmal einen Blick auf die große Karte. Hier wird einem schnell bewusst, wie groß London im Spiel eigentlich ist, nämlich riesig. Das Schönste aber ist, dass wirklich in der ganzen Stadt quasi an jeder Ecke neue Abenteuer in Form von Haupt-, aber besonders auch Nebenmissionen auf uns warten, was sich natürlich besonders positiv auf die Spielzeit auswirkt. Nun seid ihr aber selber dran. Wenn euch dieses Release-Special gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch und liked das Video.